Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. In der letzten Folge haben wir ja mit Entsetzen festgestellt, dass wir Zuckerrohrmangel haben und das wollen wir jetzt mal überprüfen, wie es darum bestellt ist. Wo habe ich denn den ganzen Zuckerrohr? Das ist er doch schon hier drüben. Das ist jetzt schon mal nicht wenig, was ich hier allein an Anbaugebiet habe und ich glaube auch, dass ich Zuckerrohr auf anderen Inseln habe. Also wir sehen, abtransportiert wird das Zeug auf jeden Fall. Und zwar komplett, würde ich mal sagen. Das ist also schon mal kein Engpass. Dann schauen wir die anderen Inseln noch durch. Ich habe garantiert noch irgendwo mehr Zuckerrohr. Das sind, glaube ich, alles Bananen hier. Ne, Mais ist das. Das hier drüben ist Kakao. Na gut, also hier ist jetzt schon mal kein Zuckerrohr dabei. Hier drüben vielleicht noch. Das ist Zuckerrohr. Wie viel haben wir denn da? Ja gut, das ist gar nicht so übermäßig viel. Habe ich mich da echt so vertan? Hier ist auch noch mal ein bisschen. Ne, das ist Tabak. Schauen wir mal, wie viel haben wir denn hier gelagert? Zwei. Okay, also abtransportiert wird das ganze Zeug. Da muss ich echt noch mal mehr Zuckerrohr anbauen. Ich glaube es ja gar nicht. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Wo haben wir denn jetzt überhaupt noch Platz? Das ging jetzt auch erstaunlich schnell, nachdem ich diese ganzen Produktionen weitestgehend ausgelagert habe. Also zumindest was die Rohstoffe angeht. Ich glaube, da habe ich ja mittlerweile gar nichts mehr auf der Hauptinsel hier. Ne? Also nur noch reine Produktion hier drüben. Da haben sich die Inseln echt im Nu gefüllt. Wo haben wir denn? Ja, okay, hier drüben ist schon noch ein bisschen Platz. Da können wir uns noch ausbreiten. Ah, hier geht auch noch was. Aber wer weiß, vielleicht muss ich echt drüber nachdenken, mir nochmal eine weitere Insel zu holen. Könnte ich halt auf diplomatischem Wege machen und einfach abkaufen. Oder ich lasse einfach meine Armada ausrücken. Ist ja auch kein Problem. Was wollen sie machen? Die können mir von mir aus auch alle drei auf einmal den Krieg erklären. Würde mich nicht ins Schwitzen bringen. Zuckerrohr, aber da braucht man doch schon auch... Moment mal. Die Fruchtbarkeit. Hätten wir da eine Insel noch hier? Also ich denke nur schon mal voraus, so ein bisschen. Hier hätten wir auf jeden Fall Zuckerrohr. Fruchtbarkeit unter anderem. Ja, wir müssen mal schauen, aber also ich fürchte, wir werden schon in den Bereich kommen, dass wir uns nochmal eine weitere Insel angeln müssen. Oder was heißt ich fürchte? Ich habe da ja nichts zu fürchten. Betrifft eher die anderen Mitspieler. Aber gut, dann nutzen wir erstmal den vorhandenen Platz noch. Wo war das denn? Hier zum Beispiel. Ja, dann nehmen wir diesen ganzen Bereich hier, oder? Knallen das ordentlich mit Zuckerrohr voll. Was braucht man denn dafür? An Rohstoffen. Wo ist die Rumproduktion? Nur Holz. Sehe ich das richtig? Wir haben hier noch 79 Bretter gelagert. Crown Falls, eine Eisenmine. Naja, das kann nicht so schlimm sein. Ja gut, dann machen wir uns die ganze Geschichte mal ein wenig urbar hier, würde ich sagen. Und zwar so, dass wir hier möglichst... Also ich mache jetzt mal die Infrastruktur hier in Form von Straßen, möglichst so, dass wir hier halt... Dass sich die Straße ganz im Rand entlang führe, damit wir die ganze Fläche nutzen können auch. Sieht dann vielleicht ein bisschen unschön aus, aber da geht es natürlich auch um Effizienz. Naja, wobei, ich habe ja vorhin schon gesagt, mir fällt gerade ein, es kommt ja noch dieser Patch, also beziehungsweise das neue DLC mit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Da habe ich jetzt noch überhaupt gar keine Informationen drüber. Also ich weiß schon, dass es dann Traktoren geben wird und sowas, aber wie sich das genau verhält, weiß ich halt nicht. Und da bin ich mal gespannt, ob man dann nicht einfach auch mehr rausholen kann insgesamt. Im Endergebnis. Ja, hier habe ich natürlich schon auch so ein Missverhältnis. Die kriegen die Waren gar nicht mehr abtransportiert und ich habe da wahrscheinlich auch den totalen Rückstau auf die Hauptinsel. Aber lieber Überproduktion haben, das passt schon. Das wird sich wahrscheinlich alles irgendwann wieder einpendeln, wenn ich mehr Leute auf der Hauptinsel einziehen lasse. Also, wir werden noch ein Lagerhaus brauchen. Das stellen wir mal hier hin. Und dann fangen wir an, hier ein paar Farmen hochzuziehen. Arbeitskraft ist noch mehr als genug vorhanden. Ich glaube, das wird auch nicht so wahnsinnig viel benötigen, oder? 10 Arbeitskraft, okay. Und 6 Bretter.
Oh, jetzt sind die Bretter schon wieder alle. Ich glaub's ja nicht. Haben wir hier noch ein Luftschiff stehen? Für den schnellen Transport? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir hier den Monitor. Der bringt die Bretter auch schnell genug von A nach B. Nur Bretter, würde ich sagen. Und zwar, scheiß auf welche Insel waren wir denn? Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch etwas einhandeln. Jetzt gehen wir nicht auf die Taschenuhren. Hier drüben war's, oder? Die Menschen lassen sie genau hochleben. So, da schicken wir mal den Monitor hin und kaufen uns aber direkt mal auch unsere Inselanteile zurück. Stellen die Mine wieder auf die Beine hier. Lost Mill. Der hat er zwischenzeitlich, hat er glaube ich sogar mal 3 Stück erworben gehabt, als ich irgendwie auf ganz anderen Gebieten rumgebastelt habe, stundenlang. Also das war schon kurz vor knapp. Er hat es wirklich abgesehen, aber der will wahrscheinlich ans Öl. Das wird wahrscheinlich sein Engpass sein. Naja, kann er vergessen. Kein Öl für dich. So, Felder können wir schon mal ausbreiten hier. Keine Felder, keine Arbeit. Keine Felder, keine Arbeit. So, möglichst effizient natürlich die ganze Geschichte hier, wie üblich. Bitte den ganzen Platz nutzen. So. Also ich würde schon zusehen, dass wir erstmal ja so circa 10 weitere Plantagen hier hinstellen, damit das Problem auf jeden Fall erstmal gelöst ist. Und nicht immer nur 3, 4 neue Plantagen und dann bei Bedarf wieder, sondern möglichst vorausschauend handeln hier. So, 100 neue Bretter, das sollte wohl genügen. Dann können wir die aufbauen. Und dann gönnen wir uns noch ein paar mehr. Wie viel haben wir jetzt schon? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vielleicht gönnen wir uns sogar noch ein paar mehr. Schauen wir mal, ob wir das hier noch alles unterkriegen mit dem Anbaugebiet. Was natürlich auch noch ganz interessant wäre, dann irgendwann, wenn das weit, also wenn das dritte DLC mal rauskommt, weil da soll es ja dann auch darum gehen, die Wüste urbar zu machen, also halt eine Wüste in grünes Land zu umzuwandeln, ob man die Techniken dann auch in anderen Welten anwenden kann. Ich meine, also man könnte zumindest hier noch ein bisschen mehr Platz rausholen, indem man vielleicht den Strand noch begrünt, aber das ist wahrscheinlich ja unrealistisch. Vermute ich mal. Und ansonsten, also wir haben ja hier in der neuen Welt, glaube ich, keinerlei Wüstengebiete sonst, oder? Das sind ja die Inseln sind alle insgesamt grün und man kann überall Sachen anbauen, glaube ich, oder? Irgendwas Wüstenartiges. Bis zum Beweis des Nee, interessiert mich gerade nicht. Wollen sich da rauswinden? Nee, egal. Wo waren wir? Hier drüben. Schauen wir mal zu, dass wir den Kram hier fertig kriegen. Oh, das könnte eh schon ein bisschen eng werden hier. Mit dem Anbaugebiet. Oh, haben wir hier eigentlich schon Maximum erreicht? 128, ja, haben wir. Es wird doch ein bisschen eng hier. Ich sehe es schon kommen. Sonst müssen wir vielleicht nur mal ein bisschen umdisponieren. Ja, es geht schon. Das geht.
So, drei Stück noch. Und dann hoffen wir mal, dass wir den ganzen Kram auch weiterhin gut abtransportiert bekommen mit den bestehenden Handelsrouten. Ja, das mit den Handelsrouten ist halt auch so ein Thema. Eigentlich müsste ich das längst alles schon mal ein bisschen neu organisiert haben, aber das ist wirklich so eine Aufgabe da. Oh, jedes Mal, wenn ich mir das vornehme, merke ich, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich müsste die halt wirklich alle komplett nochmal neu und sinnvoll aufstellen. Und nicht immer nur auf jeder Route vier verschiedene Items haben, sondern halt separate Routen. Also Dinge, also Routen, die halt echt immer nur ein verschiedenes Ding transportieren, ne? Ich glaube, das würde viel mehr Sinn machen. So, wollen wir es erstmal dabei belassen? Hier ist kein Platz mehr. Weil das ist schon echt massiv mit den Alpaka-Farmen. Da reißen wir mal eine weg hier. Und sehen zu, dass wir hier noch eine Zuckerrohrplantage hingequetscht bekommen. Und ich glaube, dann werden wir auch nochmal ein weiteres Lagerhaus brauchen. So. Okay. Der ist eh schon am Meckern, zu viele Transporter. Ja, jetzt haben wir natürlich keine... Moment, das machen wir noch schnell. Wir transportieren hier mal Ziegel hin. Wo ist der Monitor? Haben wir hier noch Ziegel? Ja, haben wir noch. Arbeitskraft ist jetzt aber... Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ist jetzt so runtergegangen. Kann das sein? Gibt's ja gar nicht. Ja, nehmen wir gleich noch mehr Ziegel mit, nicht nur zum Aufwerten, sondern auch damit wir einfach noch bessere Straßen hier hinstellen können. Falsche Insel, oder? Genau. Da muss das Zeug hin. Ein guter Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. Hat das jetzt echt so abgenommen? Die paar Hütten, die ich da hingestellt habe. Ich hab dummerweise nicht drauf geachtet. Naja gut, wird schon passen. Auf jeden Fall noch ein weiteres Lagerhaus hier irgendwo. Hier so mitten rein. Dann kann der sich exklusiv um die ganzen, das ganze Zuckerrohr kümmern. Dann müssen wir noch kurz warten, bis die Ziegel angekommen sind. Und dann können wir das Ganze hier noch ein bisschen aufpeppen. Und, ja gut, dann lassen wir halt einfach noch ein paar Leute einziehen. Wo haben wir denn noch Platz? Ach ja, genau, und nebenbei bemerkt, ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen was von dieser Hafenstadt hier genutzt, weil ich einfach Arbeitskraft gebraucht habe. Ich würde aber am liebsten trotzdem weiterhin auf Land bauen. Ah, hier habe ich auch noch ein bisschen Platz. Brauche ich dieses Straßenstück hier? Oder kann ich da auch noch mal eine Hütte hinstellen? Die Menschen, das müsste schon passen. Hochleben. Ach, kann ich hier nicht drauf bauen? Wieso nicht? Weil hier Strand dabei ist, oder? Sehe ich das richtig? Sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Kann mir sonst noch irgendwas ummodellieren? Da müssen wir doch theoretisch auch noch eine Hütte hinquetschen können. Okay, das geht. Sonst noch irgendwo Platz? Hier habe ich auch schon alles voll. Soll mir hier ein bisschen umdisponieren. Alles ist randvoll. Hatte ich hier nicht auch irgendwo, genau, hier ist auch eine Handelskammer. Okay, aber die strahlt auch praktisch nach hier unten aus. Und sehen wir zu, dass wir hier noch ein bisschen was verschieben können vielleicht. Hier so in dem Bereich hier runter. Damit hier Platz wird. Ja, jetzt habe ich... nein. Was habe ich jetzt weggerissen? Was war das? Eine Poncho-Weberei. Schaut's aus mit den Ponchos. Ja, ist kein Problem. Okay, kann man auf eine verzichten. Das ist nicht das Thema.
So, wo haben wir die Handelskammer? Hier. Oh. Oh, das passt schon. Brauch eigentlich nur hier drüben noch so ein bisschen Platz. Ja, müsste ich eigentlich auch nochmal ein bisschen vernünftiger umbauen, das Ganze hier. Jetzt nur gerade jetzt keinen Nerv für, ehrlich gesagt. So, die restlichen Poncho-Wiebereien, glaube ich, stellen wir hier rüber. So, sind die alle noch bestrahlt von meiner Handelskammer? Ja, so gut wie. Ach, das ist Eden Marktplatz. Okay, der sollte dort nicht sein. Der soll schon hier irgendwo rumstehen. Dann setzen wir den hier rüber. Okay, das ist schon deutlich besser. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz für neue Häuser. Sprich... Ah, sehr gut. Das ist nicht verkehrt. Der Kollege ist hier noch im Weg. Den setzen wir darüber. Können wir hier schön eine Straße durchziehen. Und können eigentlich hier alles vollballern. Sind die noch alle in Reichweite des Marktplatzes? Wir werden es gleich herausfinden. 100% ausgezeichnet. Okay. Ja, das sollte sich ja dann erstmal mit der, also mit der Arbeitskraft, das sollte sich gleich erledigt haben, denke ich mal. Dann bauen wir hier auch direkt noch ein bisschen was hin. Ja, ich glaube, das reicht fürs Erste, oder? So, wieder ein Stückchen ausgedehnt, die ganze Geschichte. Und allein aus optischen und infrastrukturellen Gründen bauen wir hier noch ein paar Brücken ein. Ist ja auch gut für die Feuerwehr. Falls die mal anrücken müssen. So. Okay. Wie ist es hier eigentlich um die Attraktivität bestellt? Ja, 63 von 700 haben wir hier nur. Wirklich wunderliche Kolonie. Ja, sollte ich mich vielleicht auch mal ein bisschen drum kümmern. Das ist schon arg wenig. Ne? Also dafür, dass es jetzt schon eher Richtung Metropole langsam geht. Ich meine, es ist noch nicht so lange her. Da war der Stadtrand praktisch ungefähr hier. Und jetzt haben wir dieses komplette Areal hier gefüllt. Und breiten uns auch noch Richtung diese. Also Richtung hier. Richtung Industriegebiet, Richtung Gewerbegebiet aus. Ihr sollt ein bisschen an der Attraktivitätsschraube drehen, wenn es geht. Sollen wir hier vielleicht direkt noch ein bisschen, zumindest ein paar Ornamente verteilen, was wir hier halt noch so unterkriegen. Überall dort, wo keine Häuser mehr hinpassen. Sehen wir zu, dass wir ein paar Ornamente verteilen. Also so die 700 zu erreichen, das sollte ja ein realistisches Ziel sein. In nicht allzu ferner Zukunft zumindest. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was haben die Journaleros so zu bieten? Idyllischer Park. Hier hat man natürlich auch deutlich weniger Dekokram zur Verfügung als in der alten Welt, ne? Aber dafür hat man Palmen. Aber die hätte ich auch gerne in der alten Welt. Das wäre cool. Einfach ein bisschen was Exotisches mit reinbringen. Aber gut, ich würde sagen, der Einfachkeit halber füllen wir jetzt hier mal schön mit Palmen auf. Nachdem wir hier sowieso den ganzen Urwald gerodet haben, werden wir der Sache mal ein wenig entgegenwirken. Kann ich eigentlich auch hier drüben Ornamente hingehen? Nee, stehen, stellen? Nein, das geht nicht. Okay. Aber hier können wir so die Ränder noch ein bisschen auffüllen. Da werden wir noch auf die 700 kommen, oder? Das sind jetzt noch 675 von 700. Renaturierung nennt man das wohl. Na, wie schaut's aus? Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, wo haben wir denn noch Platz? Aber es ist schon verdammt eng. Also ich glaube, es war ursprünglich einfach nicht die beste Wahl, das hier als Hauptinsel zu benutzen.
Da wären, glaube ich, schon noch deutlich größere Inseln vorhanden gewesen. Ich meine, die ganze Hauptstadt umziehen. Boah. Das wäre schon auch eine Mammutaufgabe. Ich meine, wenn, dann könnte man natürlich noch die gesamte Produktion auslagern. Das wäre schon auch eine lästige Aufgabe. Okay, jetzt haben wir es erreicht. Aber langfristig? Also ich meine, wenn ich noch mehr Arbeitskraft hier brauche. Auch wenn ich natürlich mit Items auch noch ordentlich was veranstalten kann, um das noch ein bisschen zu verbessern, aber... Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich die gesamte Produktion hier auslagern. Aber dann wäre ich nicht drum rumkommen, mir nochmal eine weitere Insel hier irgendwo zu krallen. Welche ist eigentlich die größte Insel hier? Ich würde fast auf die hier unten tippen. Aber die hat halt schon auch echt ein großes Gebirge mit dabei. Also dieses gesamte Gebiet kann man halt nicht nutzen. Was ist denn hier eigentlich? Achso, das ist eine Mine. Oh, das ist aber schon auch nicht schlecht mit dem fetten Wasserfall hier. Da wäre ich ja fast ein bisschen neidisch. Willy, Willy, Willy. Wenn das mal gut geht. Jetzt ist die Obrero-Arbeitskraft gesunken, aber denen fehlt einfach noch wieder irgendwas. Die sollen mal aufhören zu jammern. Okay, was wollte ich eigentlich noch? Genau, Ziegel und dann die Handelskammer, die Lagerhäuser noch aufrüsten, aufwerten hier. Einmal das, einmal das. Geht noch einer? Nee. Und die Straßen. Die werden wir auch mal schön betonieren hier. Teeren, sozusagen. Okay, dann schauen wir mal. Wo ist denn der Mangel? Was haben sie denn schon wieder? Das ist auch so eine Never-Ending-Story. Ach, Nähmaschinen. Oh. Aber ich dachte, das hätte ich auch noch mit einer Route irgendwie dem gegengesteuert. Wer fährt mir denn die Nähmaschinen dorthin? Neue Welt. Nähmaschinen. Ach, auf dem Rückweg, ja, das funktioniert natürlich nicht ganz so ideal, glaube ich. Aber, genau, ach, das war, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, verdammt. Das war nämlich eigentlich der Grund, warum ich nochmal so ein großes Handelsschiff gebaut hatte. Dann setzt man den einfach noch zusätzlich auf die Route und dann sollte sich das Problem mit den Nähmaschinen auch in Wohlgefallen auflösen. So, der kriegt auch noch ein passendes Item spendiert, weiße Flagge. Und sonst noch irgendwas für den? Was Sinn machen würde, Bewegungsgeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit, Frachtverlangen. Oh ja, sehr gutes Item. Den bauen wir hier ein. Ach, und ich habe übrigens geschaut, weil ich mich ja neulich gefragt habe, weil der hat ja eigentlich, also Frachträume mit einer Kapazität von 100. Aber das kann man leider tatsächlich auf einer Route so nicht nutzen. Also ich habe zumindest nicht rausgefunden, wie. Und das kam ja auch in den Kommentaren. Versuch's mal manuell einzustellen. Aber, Moment, wir schauen uns das direkt an. Das ist der falsche. Und zwar, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das funktioniert aber nicht. Wenn ich hier jetzt das Walross auswähle und dann nochmal auf die Routenkonfiguration gehe. Also man kann hier halt, also auch wenn nur einer von diesen großen, von den Great Eastern hier drauf ist. Also ich kann hier zwar 100 eingeben, Enter drücken, aber es springt halt immer wieder zurück auf 50. Also das funktioniert leider nicht. Leider, leider, leider. Deswegen. Aber gut, das sollte jetzt auf jeden Fall erledigt sein. Jetzt haben wir zwei Schiffe hier drauf und der hat ja seine 6 Slots. Also der kann mir auf jeden Fall die Nähmaschinen dorthin transportieren. Auf dem Rückweg. Und dann passt das schon und dann haben die auch bald nichts mehr zu meckern. Dort in der neuen Welt. Okay. Aber worum es ja eigentlich ursprünglich ging. Na, ich hoffe mal, die beeilen sich ein bisschen mit ihren Nähmaschinen. Okay, Moment. Das machen wir gerade noch schnell, um den Engpass kurzfristig zu beseitigen. Schicken wir einfach nochmal hier schnell ein Luftschiff los, beladen den komplett mit Nähmaschinen. Da sollten ja genügend vorhanden sein. Und schicken den mal darunter. So. Erwarten neue Horizonte. Und hier habe ich auch noch ein Frachtschiff übrig.
neu gebaut, frisch vom Stapel gelassen. Den beladen wir jetzt auch einfach mal kurzfristig manuell mit Nähmaschinen und dann ist da erstmal eine ganze Weile Ruhe vor. So, wo sind die verdammten Nähmaschinen? Da. Zack, einmal voll machen. Ich hätte die Great Eastern jetzt natürlich auch komplett voll machen müssen. Ja, dem renne ich jetzt nicht mehr hinterher. Gut, neue Welt. Ja, es passt schon. Das sind jetzt erstmal zwei Schiffe praktisch, zwei Schiffsladungen voll Nähmaschinen. Und auf den normalen Routen haben wir jetzt auch ausreichend Bewegung. Und das bessert sich eh schon wieder. Okay. Gut, worum ging es eigentlich genau? Die Rumproduktion bzw. der Engpass, da müsste sich doch jetzt auch schon, das müsste sich doch langsam schon bemerkbar machen. Wir haben hier drüben deutlich mehr Zuckerrohr. Okay, jetzt muss ich einfach nur noch schauen, dass das auch abtransportiert wird. Und dann sollte sich dieses Problem wohl hoffentlich bald gelöst haben. Na gut, wir werden es rausfinden und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.